So lecker. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Prep-Tag Nummer, keine Ahnung. Wir sind 4 Wochen vor der ersten Regional Show. Es ist einiges passiert in den letzten 1,5 Wochen. Thema hier einmal direkt zu priorisieren. Wir werden heute 260 Kilo Kreuzheben machen auf 6 Wiederholungen. Egal wie, ich werde es heute machen. Ich habe es beim letzten Mal nicht geschafft, aber ich bin heute im Kopf richtig geil am Start und möchte jetzt nochmal so einen kleinen PR rausholen. Wir sind dabei, unsere erste Mahlzeit zu essen. Es gibt 2 Volleier. 60 Gramm Haferflocken, 100 Gramm Himbeeren, 60 Gramm Battle Whey im Geschmack Milch mit Honig. Und hier haben wir VitaFuse mit 10 Gramm Glutamin am Start aus dem Germinator. Kriegt ihr in meinem Jam Shop. Cardio immer noch bei 1 Stunde am Tag, 10.000 Schritte. Morgenroutine hat sich nicht verändert. Ich stehe auf, nehme erstmal meine ganzen Subs etc. Hab mich dann vor meine Tageslichtlampe, schreibe ein bisschen in mein Journal, fange dann an mit 30 Minuten Schritte, in der Zeit mache ich irgendwie Stories oder sonstiges, bereite Stories vor und dann werden erstmal 60 Minuten Cardio gemacht. Beim Cardio lese ich meistens ein Buch und bin sehr wenig am Handy, schaue auch wenig irgendwie am iPad, sondern nutze die Zeit wirklich, um maximal produktiv zu sein und eben ein Buch zu lesen. Das lasse ich mir jetzt hier erstmal noch schmecken. Im letzten Vlog schon gelesen. Jemand hat kommentiert, er schreibt einfach, dass Ei mit Ketchup wie Burger schmeckt. Ja, wenn man es richtig würzt und so. Und wenn man schon lange keinen Burger gegessen hat, dann schmeckt das auch wie ein Burger. Also for real. Mega lecker. Kann ich jedem empfehlen. Oh ja, das ist genau diese Konsistenz, die ich liebe. Ich wurde gerade nochmal belehrt, es ist Pistazie Kokos Whey. Das ich übrigens jedem empfehlen kann. Es schmeckt so killer. Wir haben jetzt hier außen ist es so leicht kuchig und innen ist es flüssig. Ich schwöre es euch, das ist ein Traum. Ich freue mich jeden Morgen, wirklich jeden Morgen, freue ich mich, beziehungsweise auch jeden Abend, auf dieses Meal, weil das einfach so gottlos lecker schmeckt. Ohne Witz. So, Freunde, wir waren eben im Invictus Gym, haben PT gegeben. Mit der lieben Dana. Wir haben tatsächlich echt viele Übungen gemacht, weil sie einfach mal alles optimiert haben wollte. Dementsprechend lief es ziemlich cool. Und jetzt werde ich aber bis Prep-Ende keine Personal Trainings mehr geben, weil ich jetzt mich komplett auf mich selber fokussieren muss und will. Und auch kein Risiko eingehen will mit irgendwelchen anderen Leuten, dass ich da irgendwie einen Infekt bekomme oder sonstiges. Und das ist halt auch immer stressig, weil es mitten im Tag drin ist, das PT. Und ich dann natürlich auch eine Menge Zeit verliere, die ich zum Beispiel zum Arbeiten nutzen könnte. Also wirklich für meinen richtigen Hauptjob, die Check-ins, Content-Produktion oder auch Schlafregeneration. Jetzt gibt es bei mir hier meine Pre-Workout-Mahlzeit. Ihr seht es. Wir haben hier 60 Gramm Rice Meal mit 60 Gramm Battle Whey im Geschmack Milch mit Honig diesmal. 50 Gramm Himbeeren und eine halbe Banane. Zimt darf natürlich auch nicht fehlen. Schön aus der Mikrowelle. Innen wieder leicht flüssig, außen kuchig. Cakey. Cakey. Wirklich, ich genieße es in vollen Zügen. Ich hatte zwar jetzt die letzten 2 Tage Refeeds, dazu später nochmal mehr. Aber ja, jetzt heißt es einfach wieder Essen genießen. Und ich sag's euch ehrlich, ich bin froh, jetzt in der Diät wieder, also dass die Refeeds um sind und ich jetzt einfach auch wieder das Essen mehr schätze. Natürlich schätzt man das auch bei einem Refeed, aber man ist da so voll gefressen irgendwann. Vor allem, wenn man gesagt bekommt, iss Sushi, so viel wie du kannst. Ja, dann frisst man sich halt über und das macht dann natürlich keinen Spaß. Dementsprechend, ich muss echt sagen, dass diese Mahlzeiten aktuell einfach das Highlight des Tages ist. Vor allem die Pre-Workout-Mahlzeit und mein Frühstück. Schmeckt brutal.
kann ich einfach jedem empfehlen, der Pre-Workout etwas benötigt, das leicht und schnell verdaulich ist. Rice Meal, Whey, bisschen Früchte dazu. Könnt ihr locker eine Stunde bis 90 Minuten vorm Training essen. Und für all diejenigen, die zum Beispiel irgendwie arbeiten müssen in einem ganz normalen Betrieb, habe ich damals auch so gemacht, Rice Meal mitgenommen, kurz auf die Toilette gegangen, wenn ihr irgendwie um 16 Uhr Feierabend habt, um 15 Uhr aufs Klo gegangen, gegessen schnell, geht auch super schnell rein und dann eben eine Stunde später ins Training gefahren, nach Feierabend. Dementsprechend ist es wirklich eine unnormal geile Mahlzeit, die richtig, richtig schnell reingeht, super verdaut wird, gut schmeckt. Natürlich, wenn man irgendwann 200 Gramm essen muss, weil man in der tiefsten Off-Season ist, wird es ein bisschen eklig. So war es ja auch bei mir. Ich konnte es dann irgendwann nicht mehr essen. Bin dann auf weißen Reis umgestiegen. Aber jetzt in der Prep, das war mir klar, dass ich das wieder so abartig feiern werde. Einfach nur ein Genuss. Ab geht's ins Training. Ich bin unglaublich motiviert. Und wir boostern auch gleich nochmal ordentlich. Das habe ich auch bitter nötig, weil ich so ein bisschen müde bin. Aber motiviert. Ich habe eben das Posing-Video gegen Tim hochgeladen. Und bisher sind die Kommentare auf jeden Fall cool. Auch einen Beitrag dazu erstellt. Motiviert mich immer enorm, wenn ich so einfach positive Kommentare lese gegenüber meiner Form. Negative Kommentare versuche ich auszublenden. Es ist völlig normal. Dementsprechend gehe ich jetzt mit voller Motivation ins Training und habe richtig, richtig Bock zu deadliften. Wie nochmal? Richtig, richtig Bock zu deadliften. Ja, Mann. Ja, jetzt werden Beine geballert. Nein, aber ganz kurz jetzt zum bisherigen Verlauf der Prep hier. Ich war letzte Woche bei meinen Eltern für 3 Tage und bin mit 119 Kilo runtergefahren. Als ich hochgekommen bin, war ich bei 115. Ich habe irgendwie 4 Kilo verloren. Wir haben nichts anders gemacht, gar nichts anders gemacht, wirklich. Ich habe nur irgendwie permanent einen Unterzucker gehabt und warst permanent gestresst von Menschen? Permanent gestresst von Menschen, die um mich herum waren, sei es meine Eltern oder auch das Kind von meiner Schwester hat die ganze Zeit rumgeschrien, haben meine Eltern einen neuen Hund bekommen und das war halt einfach... Seid ihr gute Freunde, du und der Hund? Der Hund hat einfach 24/7 gebellt, wenn ich reinkam. Der ist ins Büro von meinem Dad gegangen, kam gar nicht her, als ich dort vor Ort war. Oder in seine Box. Also der kam legit nie her. Der hasst mich. Der hat es, glaube ich, auch gespürt. Nee, ich hasse ihn nicht, aber ich glaube, er hat gespürt, dass ich keinen Bock habe, dass mich so ein Hund jetzt stresst. Und das war natürlich dann so ein bisschen doof, weil ich lieb Hunde. Aber Neddy, die kleine Hündin von meinen Eltern, mit der bin ich noch nicht warm geworden. Dementsprechend gab es dann am Mittwoch direkt einen Refeed mit 800 Gramm Carbs. Dann donnerstags hat Max mich nochmal live angeschaut, beziehungsweise vorher gab es nochmal Formbilder. Dann hat er gesagt, nochmal ein Refeed mit 500 Gramm Carbs. Dann habe ich bei Tobi Push trainiert. Danach bin ich ins Invictus, um einen Formcheck zu machen. Den findet ihr auf Max seinem Kanal. Und danach hieß es, okay Justin, wie gesagt, geh Sushi essen. Ich so, ja wie viel denn? Er so, iss. Ich so, bis ich nicht mehr kann. Der so, nee, iss halt. Für mich war das keine richtige Angabe. Dementsprechend habe ich Sushi für 60 Euro bestellt, habe noch 2 Cookies gefressen. Ergo, wir hatten am Donnerstag hatten wir 116,7 Kilo. Dann gestern Freitag 117,2. Also 500 Gramm habe ich nur zugenommen. Heute sind wir wieder bei 117,9. Sprich, heute kommt dieser kleine, sage ich mal, Rebound vom Fressen besser an. Also bedeutet, wir sind jetzt wieder so bei 1 Kilo Gewichtsabnahme pro Woche, da wo wir auch sein wollen oder müssen. Und vor allem war ich halt auch flach. Die Kraft ist gut eingebrochen, was völlig normal ist, gerade bei Push-Bewegungen, wenn man halt einfach mal in einer Woche 5, 6 Kilo verliert und das Gefühl alles nur Wasser ist, dann verändern sich da halt die Hebel. Und aber eine Sache kann ich sagen, ich habe unglaublich beschissen geschlafen die 2 Nächte, als ich so viel gegessen habe, weil es sich krass auf meinen Schlaf ausgewirkt hat. Ich habe ja diesen Oura-Ring hier, der trackt so meine Ruheherzfrequenz in der Nacht und ich habe die jetzt im Verlauf der Prep auf so 53 runterbekommen.
was echt interessant war, auch meine Herzfrequenzvariabilität ist auf 60, 70 hoch. Sonst hat die so eine 20er, das ist echt schlecht. Es ist so, was ein 60, 70-Jähriger hat. Und habe das alles pushen können. Und ich konnte jetzt einfach sehen, wie sehr mich dieses mehr Essen behindert und belastet. Was den Schlaf angeht, was meine Performance an sich angeht im Alltag. Natürlich fühle ich mich jetzt wieder energiegeladener und die Beine sind nicht mehr so schwer. Aber ich, wie gesagt, vorhin erwähnt, ich bin happy, dass jetzt wieder die ganz normale Diät weitergeht. Weil ich dadurch einfach zum einen besser schlaf, mich besser fühle und ich einfach jetzt shredded werden will. Deswegen gehen wir jetzt ins Training und werden dicke, fette 250 oder 260 Kilo so auf 6 bis 7 saubere Reps ziehen. Und ja, geil. Dungeon. Hallo! Boah, hier stinkt schon wieder nach Furz. Ah, es kann gar nicht sein. Nee? Ist jemand auf Diät? Hi. Hallo. Welcome. Back in Dungeon. Yes. Oh, ich würde sagen, wir boostern jetzt erstmal eine fette Runde. Definitiv. Und ich bin sehr motiviert. Du hast Bock, schwer zu heben? Ich habe richtig Bock, schwer zu heben heute. Und du? Du musst aufpassen, Tobi ist 2 weeks out. Es ist das letzte richtig schwere Training. Das heißt, heute wird richtig schwer gehoben. Weil wenn ab, dann ab. Das wollen wir nämlich vermeiden. Deswegen, diese Woche war schon sehr gesteuert, sehr gut, muskulär super. Gestern war hervorragend. Ich habe voll den Lattmuskelkater und oberen Rippenmuskelkater. Ich muss sagen, mir gefällt das, wenn ich Justin manchmal was zeige, mir gefällt das. Ja? Ja, das ist schön. Es war mal eine andere Technik bei dir, ne? Voll. Es war viel besser. Es kam 100% an. Das Video, das Rückentraining, findet ihr bei Tobi auf dem Kanal. Und hier, frische Dose, Shelter 2.0. Das Feeling, so eine neue Dose aufzumachen, ist immer das Geilste, muss ich sagen. Finde ich vor allem bei Whey und so. Ja. Wenn du so oder bei den Flavor oder so, wenn der erste Geruch rauskommt. Ja. Doppelte Portion. Doppelt hält besser. Ja. Also in der Prep immer prima. Stößchen. Was steht heute an? Was machen wir? Ich habe auch Algo. Wir haben hier einen wunderschönen Hammer Adductor. Mhm. Mit 8 Plates. Yep. Herrlich, das wird mir alles zerreißen. Ich denke, wir machen, ich bleibe heute bei 2 Sätzen nur daran. Ich auch, ich muss das Volumen jetzt rauskriegen. Ja, meine Adduktoren sind eh zu groß. Körpergewicht heute 117,9. Zu große. Stimmt, okay, dann mache ich 3. Nein, nur 2. Okay. Ich bin heute schwerer als gestern, also jetzt kommt dieses Essen langsam an. Immer einen Tag später, ja. Wenn wir auch, musst du vorhin lachen, als ich deine Story gesehen habe. Für mich genauso. Ich sag, Cardio haben wir heute 60 Minuten gemacht, heute ist der 23.3. Behind the back curls. Easy. Wie gesagt, wir werden hier und da vielleicht ein bisschen Volumen reduzieren, eventuell beim liegenden Beuger nur einen Satz machen, mal gucken, um einfach jetzt nicht mehr so doll die Regeneration zu beeinflussen. Wir wollen in jede Session möglichst regeneriert reingehen. Bedeutet, dass wir auch nicht mehr zu viel machen dürfen. Ne? Leider, leider. Leider, es macht unglaublich viel Spaß. Gestern haben wir zum Beispiel ein bisschen mehr gemacht, weil wir beide auch einen Refeed hatten. Wie fühlst du dich jetzt eigentlich nach dem gestrigen Refeed? Ein bisschen matschig. Matschig, ne? Also gestern, ich musste gestern Abend halt viel essen, weil wir ja gestern Abend den ganzen Tag in Action waren. Mhm. Das war richtig cool. So abends, letzte Mahlzeit, 12 Eiklar, 12 Volleier, ein Brötchen. 12 Volleier? Daher die Blähungen. 12 Eiklar. Ah. 12 Eiklar, ja. 2 Volleier. Ah, okay. Also insgesamt 14 quasi. Ja. Dann ein bisschen Babyspinat, Champignons, ein Brötchen, 200 Gramm gekochte Haferflocken, 150 Gramm Apfelmark, 40 Gramm Mandelmus, 100 Gramm Beeren. Konntest du gut pennen? Wie ein Baby. Geil, okay, bei mir. Durchgeschlafen. Ich habe schon erzählt. Aber klatschen das. Ja, ja. Noch eine. Na komm. Dicker Beuger, komm. Oh. 8 plus 1? Ja, komm. Jetzt habe ich 10 gemacht. Sauber. Komm.
Oh. Schön. Ey, das ist... Da geht einfach gar nichts mehr. Man drückt und drückt oder zieht und zieht. Und dann hilft euch der Partner, Mann. Und es krampft einfach nur noch. Das ist so geil. Oh mein Gott. Prime Maschine. Stretch war jetzt schwer. Kontraktion war mittelmäßig. Jetzt packen wir alles, also fast alles, in den Stretch, dass der noch schwerer wird und wir trotzdem noch in die Kontraktion kommen. Bedeutet, wir benutzen dasselbe Gewicht, nur eben mit einem anderen Widerstand, dass es halt oben hin die Kontraktion leichter wird. Und rein. Letzte Wiederholung. Sehr schön. Letzter Warm-up jetzt hier mit 2,25 und dann beginnt auch bei mir die Party. Man darf nie vergessen, wir trainieren jetzt seit 7-8 Wochen zusammen. Ja. Und in diesen 7-8 Wochen haben wir beide beim Heben so dermaßen Progress gemacht. Also wirklich über 10% Lasterhöhung. Lock. Was enorm ist in der Zeit. Wir haben gepusht, 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 gepusht. Und jetzt ist der Punkt, wo der Körper regenerativ echt an der Grenze ist. Also man baut ja diesen Berg an Ermüdung auf. Die Stabilität wird anders, die Mittelpartie wird anders. Also und jetzt, am meisten merke ich wirklich an der Stabilität im Oberkörper. Ich kriege es nicht mehr hin. Zum einen steigt es dann, ne? Genau, und ich merke es auch im Bauch, wie der mir. Genau, und da musst du aufpassen mit dem Bauch. Genau. Und deswegen habe ich auch bei der letzten Wiederholung, ich wusste, du hättest es schon versucht. Nein, ich hatte danach keinen. Also noch unter normalen Bedingungen? Ja. Aber jetzt hier auf gar keinen Fall. Manchmal. Ich bin unnormal motiviert hierher gekommen, aber wie gesagt, die Stabilität ist einfach nicht mehr vorhanden und es wäre dämlich gewesen, jetzt irgendwie noch hier irgendwas auszuprobieren. Wir machen Bodybuilding am Ende des Tages. Natürlich nagt es jetzt wieder so ein bisschen an mir, aber ich weiß, Mann, also Tobi hat es vorhin schon erwähnt, das ist jetzt keine Übung, wo wir einen Muskel isoliert trainieren. Wir machen das eigentlich... Warum machen wir gerade noch gestrecktes Kreuzheben? Warum weil es Bock macht. Ist jetzt so, ich habe mir ein anderes Ziel gesetzt, habe ich nicht geschafft. Manchmal ist es im Leben so, dass es sowas passiert. Ja, aber das ist auch das, jetzt muss man, man muss immer das große Ganze betrachten. Genau. Und deswegen meinte ich vorhin, ey, wir machen keinen dritten Satz Adduktor, wir machen da keine Force-Trips oder hier, weil das sind alles so Kleinigkeiten, die euch ermüden und das kostet dann vielleicht in dieser Übung Kraft. Ja. Und deswegen, ich sag dir auch ehrlich, nach dem sitzenden Beuger wusste ich schon, heute wird hier wahrscheinlich eher weniger das 260er Ziel getoppt. Deswegen habe ich auch direkt 250 gemacht, weil ich habe schon beim Aufwärmen gemerkt, okay, die Mitte, ich kriege es einfach nicht stabil. Ich werde jetzt trotzdem Backoff machen mit 185, schön kontrolliert. Ist halt so. Ja.
Und auch für euch, für all diejenigen, die irgendwie auf Prep sind, lasst euch von sowas nicht demotivieren. Sowas kommt vor. Sowas kommt auch bei guten Leuten, guten Athleten vor. Guckt euch an, wie Nick Walker oder so trainieren. Die trainieren alle nicht mehr so schwer die letzten Wochen vor dem Wettkampf, weil das Verletzungsrisiko einfach enorm hoch ist. Und sehr schön. Wirkt jetzt auch gerade nicht so flach, muss ich sagen. Sieht gut aus. Brutal. So langsam. So langsam. Ja. So, jetzt gibt's Formcheck nach dem Training. Schön. Die Muskelmasse drückt natürlich in die Beine gut durch. Zieh die Seiten ein. Komm. Da geht noch mehr. Ja, besser. Boah, das ist so schwierig jetzt noch anzuspannen. Ja. Lehn dich gleich da hinten, als wenn du mich hinsetzen willst, dann läuft's schon hier. Schön. Spannend auf den Ohr. Sehr schön. So ist der Bauch schön. Okay, Freunde. Posing nach so einem Training. Hardcore. Fucking anstrengend. Was sagst du? Voll in time, voll entspannt. Sieht sehr gut aus, bist echt ultra voll halt, ne? Man sieht, dass du zwei Refit-Tage hast, bist richtig voll und prall. Leichter Wasserfilm wieder. Leichter Wasserfilm, hinten hängt natürlich noch ein bisschen was, aber ja. In time halt, ne? Wie gesagt. Das ist voll, du musst jetzt nicht hart sein. Nicht knüppelhart, nicht fertig sein. Das ist alles gut. Also alles gut. Atmung kontrollieren. Ja, bist also aber schon jetzt dran. Ja, genau. Wir haben den, by the way, Tobi und ich haben den
selben Posing-Coach, den Daniel Coffin aus Amerika. Für jeden, der John Jewett kennt, das ist der Posing-Coach von der J3 University. Eine dicke, fette Empfehlung geht raus von uns beiden. Also ich habe jetzt 5 Stunden, ja. 4 Stunden habe ich mit ihm durch. Ich habe jetzt noch 2 Stunden. Ja. Und es ist wirklich gut, weil er dir nicht nur sagt, steh mal so und so, sondern er erklärt dir genau, wie du das hinbekommst, muskulär, und wie der Trick ist, das hinzukriegen und wie du auch an der Mobilität arbeitest, um das hinzubekommen. Und ich finde das Geilste, er zieht sich vor euch aus und zeigt euch auch die Bewegungen, wie man es richtig machen soll. Genau. Bedeutet, wenn Tobi und ich das einmal durchhaben, dann können wir das euch auch beibringen. Genau, darum geht's, bin ich ganz ehrlich. Ich möchte was lernen, um was weiterzugeben, mit meinen Athleten arbeiten zu können und arbeite dementsprechend auch so mit ihm zusammen, mit Daniel. Ist absolut entspannt, ist cool. Macht Spaß. Das sieht gut aus. Gut, dann ziehen wir uns um. Jetzt ich ziehe mich wieder an und dann jetzt erstmal Post-Workout. Ich bin echt im Eimer jetzt. Ja. Training und Posing finally durch, Freunde. Jetzt gibt es hier 2 Kapseln Magnesium, um den Körper schon mal in die Regenerationsphase einzuleiten. Und nochmal 2 Kapseln KSM 66. Und dann mischen wir uns jetzt hier unser richtiges Post-Workout-Meal an. Battleway, Milch mit Honig, absolut geile Kombination. 40 Gramm, halbe Banane, 70 Gramm Schoko Krispies, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe. Einfach praktisch der Jaminator, wirklich. Also gerade für die Leute, die faul sind. Kann ich bestätigen. Ja, Mann. Tobi, was gibt's bei dir Post-Workout? Keine Krispies mehr, ne? Nee, wir haben getauscht. Ist aber ganz geil. Als ich den Plan bekommen habe, habe ich gedacht, oh. Aber mittlerweile sind wir bei Rice, Chicken und Gemüse angekommen. Und ich muss sagen, 250 Gramm Hähnchen sättigen ein bisschen besser als Whey. Aber ich mag die Mahlzeit. Also ich bin auch froh, wenn sie wieder drin ist. Mhm. Wir haben es einfach gemacht. Normalerweise habe ich 7 Mahlzeiten, wir sind auf 6 runter. Haben einfach die Post-Workout rausgenommen. Und also die Kohlenhydrate von der Post-Workout und haben das Protein, die 60 Gramm, auf die andere Mahlzeit in Form von Hähnchen verteilt. Fazit zum Training von dir? Sehr gutes, intensives Training. Ich weiß, du bist heute nicht ganz zufrieden, aber so eine Trainingseinheiten gehören dazu. Du neigst auch immer dazu, gerne mehr Volumen zu machen. Ja. Ich war im letzten Beintraining nicht dabei. Da, ich glaube, da hast du... Oder? Da habe ich weniger gemacht wegen dem... Hast du weniger gemacht. Es ist halt jetzt wichtig, dass wirklich die Steuerung vom Volumen und von der Intensität passt, um zu sagen, wir halten die Kraft. Und wenn die Kraft runtergeht, dann wird es halt nur noch ein Arbeitssatz in den schweren Compound Movements, so wie beim Heben bei mir heute, dann ist es so. Aber dafür bleibt die Qualität dann gut. Und besser als 2 halbe Sätze zu machen. Ja, und da bin ich auch echt dankbar für, dass ich Tobi an meiner Seite habe, hier als Trainingspartner, weil der hat halt einfach ein bisschen mehr Erfahrung, was Preps angeht, was auch so das Anständige angeht, sage ich mal. Wir ergänzen uns hier wirklich super. Jetzt wird gegessen, dann fahren wir nach Hause und dann ist Feierabend. Bei dir? Richtig, bei mir auch. Ich hock mich nur noch kurz vors Handy, lade noch ein paar Storys hoch und dann wird der Abend einfach nur noch ausgeklungen, stehen noch ein paar Mahlzeiten aus und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Abonniert Tobis Kanal. Ihr könnt mich sehr gerne auf Bigson unterstützen mit dem Code JAM10 oder Tobi bei ESN mit dem Code HANE. Genau. Danke dir. Danke euch. Oh, ich bin durch. Mein Kopf ist auch nach dem Heben immer im Eimer. Nach dem Heben ist der Kopf leer. Genau wie nach dem Beugen. Komplett. Komplett. Deswegen mache ich mein Essen jetzt warm. Macht's gut.